scheinbar noch nicht zu haben. Na gut, ist jetzt aber auch erstmal nicht so wild. Was wir aber haben, ist Strompaneele in sehr groß. So. Strompaneele, sage ich schon. Solarpanels. Meine Güte. Meine Güte. Das haben wir. Dann brauchen wir jetzt dafür. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, wir werden jetzt hier. Einen Docking-Port ansetzen, glaube ich. Dass wir das dann nachher absetzen und stehen lassen können. Sobald wir soweit sind. So. Gut. Und dann brauchen wir da jetzt oben drüber das Landemodul dafür, richtig? Richtig. Das heißt, wir brauchen, oder ich nehme dafür einen Skycrane und ich nehme auch einen Tank für den Skycrane. Zack. Das Ganze angekoppelt an den Mist. So. Und das sind 644 Delta V. Für eine Mondlandung brauchen wir 640. Kann man schon mal machen. Aber wir wollen das Ganze mit einem Probecore betreiben und wir wollen das da haben und wir wollen eine Antenne, damit wir uns während dieser Landung dann auch verständigen können. Ja, also wenn ich vor dem, ich war gerade so ein bisschen nach hinten zurück, deshalb war das wahrscheinlich so leise. Ich habe sonst, glaube ich, die ganz normale Lautstärke. So, zack. Zack. So, das wäre dann das Landemodul eigentlich auch schon. Da machen wir jetzt noch so ein paar Billo-Solarpanels ran, dass wir eine Grundversorgung haben. Und dann wäre das eigentlich schon mein Stromerzeugungsmodul. Also der ganze Plan dahinter ist dann eigentlich lediglich, dass wir, da wir noch keine Möglichkeit haben, einen Reaktor hochzubringen, einfach was Solargetriebenes mit möglichst großen Paneelen machen. Check. Und oh, was ist denn Power Mode? Solar only. Power, nee. Und dann 185.000 Electric Charge speichern können in diesem kleinen Monster und hoffentlich damit was anfangen können. Und für spätere Probleme, Sorgen, Nöte, sonst irgendwas, Notfälle, die halt so auftreten, packen wir hier in das Inventory mal ein paar Sachen rein. Sowas wie Connector Ports, die werden wir auch gut brauchen können da oben. Falls wir Sachen verbinden wollen in der Basis. Ich nehme einen Ground Pylon mal mit. Wer weiß, wofür man es mal braucht. So, zack. Und wir nehmen so ein paar Ladungen Essen mit. Kleine. Falls hier mal jemand in der Nähe ist, der nichts mehr... Okay, ist voll. Okay, falls mal jemand in der Nähe ist... Kommt, wir brauchen, glaube ich, nicht so viele Ground Pylons, ne? Ich glaube, die haben viel weggenommen. Eine reicht wahrscheinlich. Falls hier mal jemand in der Nähe von dem Ding ist, der echt überleben muss, machen wir hier ein bisschen Essen rein. Das reicht für ein paar Tage. Und ich würde mal sagen, falls wir es reinkriegen, ja, ein Ersatzpanel und ein passives Panel. Ne, ein kleines passives Panel. Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay, klein geht. Noch ein kleines passives. Noch ein kleines passives. Noch ein kleines passives. Noch ein kleines passives. Oh wow, da kann man echt viele mit reinstecken, ne?
Okay, ich glaube, das reicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dem Skycrane noch ein bisschen mehr Sprit verpasse. Bei 620, bei einer 640er Landung ist selbst mir ein bisschen knapp. So, dann können wir das Ding so anflanschen. Und ich überlege gerade, ob wir für später nicht einfach mal gucken, wie groß die sind. Ranger Agrikultur. Part Volume ist 1000 Liter. Nope. Nope. Okay, die sind dann wohl doch ein bisschen größer. Nehmen wir keine mit. Aber wir könnten sie unaufgeblasen eigentlich ranstecken, ne? Ah, wir machen das jetzt nicht. Was kosten die? 500? 12.500? 3.000? Das reizt mich ja total, das schon mal mit hochzunehmen, ne? Was wiegt denn das? 2,6 Tonnen. Ah. Es reizt mich total, es zumindest anzubauen. Komm, ich mach das jetzt. Dann ist es zumindest schon mal oben. Ich kann es zwar wahrscheinlich noch nicht aufblasen, aber es ist zumindest da. Wir haben ein Comlab und bla. So. Gut, jetzt müssen wir den ganzen Kram aber noch zum Mond bringen. So, und das ist jetzt Moonbase Bravo Strom. Für die Landung auf dem Mond benutze ich diesen Skycrane. Ah, jetzt zeige ich mal allen, die das noch nicht kennen, das Prinzip. Der hat vier Motoren hier drin, mit denen man den Hobel dann landen kann. Und dann wird das abgekoppelt und der Skycrane fliegt wieder weg und explodiert irgendwo. So. Ist so das normale Vorgehen bei mir. Gut. Antenne für die Base habe ich. Das ist das Ding hier. Der hat eine Antenne. So. Genug rumgespielt mit der Antenne. Das ist die Antenne für die Base. Gut. Schieben wir das mal ein bisschen nach oben. Das wird ja der Landepart. Und jetzt bauen wir eine Rakete darunter. Zack. Und damit wir gar nicht erst mit so Mickey-Maus-Raketen anfangen, machen wir es gleich ordentlich. Das wird unsere Transferstufe rüber zum Mond. Achso, apropos Transferstufe rüber zum Mond. Müssen wir einmal gucken. Ich bin mir sicher, dass alles gut ist, aber ich will es einmal gesehen haben. Jawohl, wir haben 2,23 Delta Thrust Weight Ratio. Das wäre sonst nämlich ein bisschen peinlich, wenn wir da drüben mit dem Skycrane anrücken und unsere Basis einfach zu schwer ist und wir es nicht gebremst bekommen. Endet immer so ein bisschen mittelschweren Fiasko. So, da kommt noch ein Kontrolldings rein, damit ich das Ding auch halbwegs drehen kann. Und ein Transfer-Engine mit halbwegs Schub. Dann haben wir 1403 Delta V. Das reicht, um uns rüber zu bringen zum Mond und in den Orbit einzubremsen. Ja, locker flockig. Das heißt, wir brauchen dann auf der nächsten Stage ein bisschen Bums, um hoch in den Orbit zu kommen. Zack. Dann nehmen wir wahrscheinlich einfach mal einen Skipper. Jo, stimmt, Fairing wäre noch eine Idee. Machen wir gleich. Der Skipper hat ein bisschen wenig Delta V für meinen Geschmack. Obwohl das Thrust-Weight-Ratio, sage ich. Delta V. Thrust-Weight-Ratio. Aber auch das ist nicht so wild, denn wir können ja darunter dann noch eine andere Stage machen. More Staging is more fun. Habe ich schon was ganz Großes? Ja, ne, oder? Ein bisschen groß habe ich schon. Noch nicht ganz groß. Na gut. Und dann machen wir hier einfach noch eine Stage mit einem Mainsail drunter. So. Das Mainsail hat jetzt auf jeden Fall atmosphärisch auch fast genug Delta V. Kacke. Das ist zu wenig. Da hilft dann natürlich nur Booster. Sonst nichts. Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem, außer Booster anzubauen.
Und zwar die guten alten Kickbacks, die wir dann gemeinsam mit dem Haupttriebwerk starten. So. In der Atmosphäre auch mit einem ganz angenehmen Thrust-Weight-Ratio-Verhältnis. Und das ist trotzdem noch viel zu wenig. Okay, ich muss einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen für dieses Monster an Triebwerk. Der brennt sich da so schnell durch. So. Besser. Viel besser. So. Ohne Atmospheric haben wir dann 5.990. So. Das heißt, wir haben hier 3,6. Das ist ein bisschen knapp noch tatsächlich. Ein bisschen knapp. Erstmal die wichtigen Dinge. Zack. Und aus optischen Gründen machen wir da jetzt einfach noch einen Tank dazwischen. Und dann müssten wir langsam. Ja. Ba, 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 ba. 3,7. Oh, das ist grenzwertig. Vorsichtig gesagt, um in Orbit zu kommen, aber es ist machbar. Was wiegt denn hier so viel? Das Mistding hier, ne? Kann man da irgendwie vielleicht so tun? Gucken wir mal, wie schlimm es mit Fairing wird. Ich befürchte fast, ich muss da noch ein bisschen was größer machen. Wonderful. Sehr schön. Das passt ja. Haut genau hin. Gut, dann machen wir hier einen Clamshell Deploy mit zwei Seiten und einer Ejection Force von. Hallo? Willst du nichts anderes anzeigen? Ja. 500 in Dreh. Gut, das hier Autostrutten wir mal gegen allen möglichen Mist. Und Autostrut, zack. So, dann kommt die Rakete da wieder ran. So, jetzt bin ich aber am Überlegen. Die Booster kann man skalieren. Okay, dann muss ich die aber auch skalieren. Okay, damit haben wir dann aber auch genug Delta V. ja. Glaube ich, das reicht dann. Das sieht ja witzig aus. Das wird lustig, das Ding zu starten. Sehr große Booster. Awesome. Awesome-mäßig riesig große Booster. What the fuck? Das ist total übertrieben. Ich mag es, weil es völlig übertrieben ist. So. Ist voll gut. Guckt euch diese Monster-Booster an. Ja, ja, Glücksflossen kommen gleich. Nicht hetzen. So. Ich mag das jetzt schon, weil die Booster einfach unglaublich groß sind. Allein deswegen mag ich es schon. Und dann noch welche davon. Gut. Ich glaube, das jetzt mal alles zusammentüdeln hier. Zack. Zack. 1,5 Delta V. 1,5 Trust Weight Ratio. Dann sprengen wir die Booster ab, fliegen auf dem Haupttriebwerk weiter und starten dort mit einer 1,08. Weiterhin steigend. Dann kommt das hier weg und wir zünden das nächste Triebwerk. Das hat dann
eine, okay, wir haben dann auch eher eine 118, das hat dann eine 074 für den Anfang, das reicht uns aber auch. Und wir haben dann 4800 Data V, damit kommen wir zweimal in Orbit. Jetzt ist schon wieder irgendwie total die Overdone. Aber es ist mir egal, es ist jetzt halt overdone. So, dann haben wir die Transfer Stage, die bringt uns rüber zum Mond und dann können wir noch in aller Ruhe mit 974 Delta V landen. Da haben wir auch ein bisschen Puffer, um noch zu korrigieren. Das sieht also alles ganz gut aus. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal zum Mond, oder? Wenn keine Einwände mehr da sind. Zeppa-Drones für die Booster? Fliegen wir in der Mitte durch. Hoffe ich. Machen einfach größere. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu groß. Größere Radial Decoupler. So. Hervorragend. Wüsste gar nicht, wie das schief gehen könnte. Oh Gott. Oh, du strut all the things. So. Freunde, dann. Habe ich noch irgendeinen Körbel drin? Nee, ne? Ich hoffe, da hat sich keiner reingeschlichen. Gut. Dann wird das jetzt unser erster Versuch. Ein erstes Teil der neuen, zweiten, verbesserten, noch viel cooleren Mondbasis hochzubringen. Um schon mal eine Stromerzeugung zu starten. Ich bin sehr gespannt, ob das Ding fliegt. Das wird auf jeden Fall ein Kandidat für Massive Scale Launches. Müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Das gibt Kohle, wenn das im Orbit ankommen sollte. Dann sind zumindest ein Teil der Kosten schon mal wieder drin. Okay, Nachtstart ist es auch noch. Gut, das hätte man sich jetzt auch irgendwie denken können. Ja, und so sieht das Fairing auch gar nicht mehr so riesengroß aus, ne? Wenn man so eine riesen Rakete drunter hat. Gott, das brät mir wahrscheinlich das Launchpad einfach weg. Seid ihr bereit? Ich bin's nicht. In diesem Sinne feuerfrei. Megajoules. What the fuck? Megajoules? Ich wollte es gar nicht wissen. Brumm, los geht's. Völlig überdimensionierte Rakete 1.0 unterwegs in Richtung Mond. So. Leichte Anfänge des Aerobrakes schon mal vorbereiten. Ich hätte vielleicht, aber nur ganz vielleicht, eine Antenne ausklappen sollen, ne? Aber gut, jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür. Gott, wie dieses Ding einfach mal völlig viel zu schnell ist. Ja, das wird sehr schnell. Das wird richtig schnell. Ich hoffe, ich kann da überhaupt mit diesen kleinen Flossen noch irgendwie steuerungstechnisch was machen. Ich glaube, das kann eher hier so hin. What the holy. Wir sind schon auf 40 Kilometer, 50 Kilometer Apoapsis. Ich krieg das Ding gar nicht so schnell rumgedreht, wie das Gas gibt. Mit den Solid Fuel Boostern. Viel too much. Viel, viel too much. Viel, viel, viel too much. Sehr schön. Völlige Übertreibung. Okay. Ich glaube, wir können jetzt erstmal einfach die Rakete driften lassen. Ich verabschiede mich dann gleich im Vakuum von den anderen Geschichten. So. Das ist fertig und dann. Boah, das gibt's doch nicht, ne? Was haben diese Struts, sage ich immer. Was hat dieses Teil immer für Scheißprobleme? Ja, außerhalb der Atmosphäre kein Triebwerk an, gar nichts. Einfach kaputt. Kaputt. Rakete kaputt. Weil wegen ist so. Oh, nerv, ey. Das ist auch ein blöder Bug. Das Fairing hat sich selber zerstört und die Rakete an der Stelle durchgeschnitten.
Hatte ich ja bei Hardcore-Kirbel auch schon. Total dämlicher Bug. Keine Ahnung, warum das manchmal passiert. Also fliegen wir das Ganze wohl ohne Fairing, würde ich sagen. Weil Fairings scheiße sind. Ich weiß es, also ich weiß es wirklich nicht, was das momentan für ein komischer Bug mit den Fairings ist. Er ist auf jeden Fall sehr nervig. Also was passiert ist, das war bei Hardcore-Kirbel auch der Fall. Wenn man den Sap macht, separated das, kollidiert gleichzeitig aber damit und lässt das hier explodieren. Und damit trennt es natürlich die Rakete an der Stelle durch und damit hast du dann verloren. Tada! Ja, so sieht's nämlich aus. Gut, jetzt haben wir hier diese völlig übertriebenen Booster natürlich am Hals. Yay. Egal. 383.000 Kirbel-Dollar umsonst ausgegeben. Also machen wir das jetzt nochmal in der Hoffnung, dass wir sie diesmal nicht umsonst ausgeben. Wenigstens saß da keiner an Bord. Ja, ich habe noch 1000 Delta Wien der Stufe oben und kann auch die kappeln, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Delta V, um in die Atmosphäre oder in den Orbit hochzukommen. Und dann habe ich da tote Last im Orbit hängen. Nee. Dann mache ich das lieber nochmal. Ich habe genug Geld. Haha. Denn das hier ist nicht Hardcore Kerbal, das ist Hardcore Colonization. Und eine Antenne habe ich, wie gesagt. Ich muss sie dann nur nachher ausklappen. Wo ist sie? Da. Zack. Und los. So, diesmal fange ich ein bisschen eher an zu lenken, weil ich habe gelernt. Holy shit, das Ding hat zu viel Schub. Deshalb diesmal ein bisschen eher sowas ähnliches wie ein Gravity Turn machen. Damit wir nicht ganz senkrecht rausgehen. So. Jetzt schauen wir mal, wie er sich so verhält im Aufstieg. Rein theoretisch müssten wir damit ganz gut durchkommen. Wir haben jetzt natürlich vorne ein bisschen mehr Luftwiderstand. Ich hoffe, dass uns der Probecorn nicht verglüht. Und ich hoffe, dass wir auch keinen Überschlag machen, so wie es jetzt gerade aussieht. Alter, mach keinen Scheiß. Komm schon, bleib hier. Nicht flippen, bitte. Shit. Ah, wir haben vorne zu viel Drag, ne? Das gibt's nicht. Ah! Komm hoch mit der Rakete. Ekelhaft zu fliegen. Ganz, ganz ekelhaft zu fliegen. Jetzt mal ein bisschen Schub raus und hoffe, dass ich das irgendwie mit den Flossen und dem Reaction Wheel unter Kontrolle kriege. Die Atmosphäre wird ja langsam dünner. Das kostet jetzt natürlich gerade kräftig Delta V. Okay. Wir haben zumindest mal den Kram weg. Jetzt lege ich mich direkt schon mal flach hin, erstmal, bevor ich das Triebwerk überhaupt wieder zünde. So, weil wir jetzt erstmal Schwung brauchen. Ja, theoretisch kann ich auch falsch herum in Orbit fliegen, das ist korrekt, aber cool ist anders. So, jetzt mal schauen, dass wir hier den Orbit wieder zurechtdrehen. Ich meine, wir haben eine enorme Apoapsishöhe erreicht. Das sollte locker klappen. Also fürs nächste Mal dann, wenn man kein Fairing hat, dann zumindest irgendwas vor oben drauf setzen, was zumindest so ähnlich aussieht wie eine aerodynamische Kappe, weil das war jetzt natürlich quasi mit einem Backstein vorne im Gesicht fliegen. Das hat nicht so richtig gefetzt. So, jetzt müssen wir ganz schön viel rausbeschleunigen. Aber ich hoffe mal, dass wir genug Delta V mit uns führen, um das noch zu machen. Jetzt eigentlich de facto erstmal bremsen, bevor wir wieder beschleunigen. Weil unser Orbit gerade ein bisschen scheiße ist. Aber der kommt jetzt. So.
Der kommt jetzt. Zip, zip, zip. Dann haben wir hier noch eine komplette weitere Stufe, um den Orbit fertig zu machen. Kriegen wir schon alles irgendwie hin. Wir sind jetzt auf jeden Fall mal auf dem richtigen Weg. Und wir wollen das Ganze ein bisschen gerade ziehen. Dass das auch wirklich ein ordentlicher Orbit wird. So, und wir machen eine Separation auf die nächste Stage. Und jetzt machen wir auch langsam mal die Antenne raus. Gut, Current Stage hat 1300 Delta V. Wir haben 700 auf dem Tacho. Boah. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, um einen perfekten Orbit draus zu machen, aber... Ja, waren definitiv schon mal effektive Raketen. Was da jetzt halt nicht eingerechnet war, war der Spaß da vorne mit dem kleinen Bremsstoppsystem. Das war ein bisschen ungünstig. Aber so ist das jetzt halt. Und wir machen jetzt den Orbit auf Gedeih und Verderb fertig. Ich will ja mein Bauteil hier abliefern. So, wir sind aber unterwegs. Wir müssen jetzt einfach nur noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen und das wird knapp nicht reichen auf der Stage, um in den Orbit zu kommen. Ist aber alles kein Weltuntergang. Solange wir es halbwegs im Griff behalten. Und nicht wieder auf Körben runterstürzen. So, wir wollen danach dann zum Mond. Das können wir schon mal einloggen. Gut, jetzt, wie gesagt, einfach erstmal Geschwindigkeit aufbauen. Auf der Apoapsis. Und uns langsam aber sicher an die Orbitgeschwindigkeit ran tasten. Ich muss mal gucken, ob ich... Ich denke, ich werde heute kurz in den Discord kommen. Nicht allzu lange, weil ich muss morgen auch wieder ziemlich zeitig zur Arbeit los. Aber kurz komme ich bestimmt mal vorbei. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo wir die Apoapsis vor uns herschieben können. Zumindest mit dem Triebwerk erstmal. Ist auch schon mal viel wert. Lassen wir die jetzt mal ein bisschen noch aufbauen mit den letzten paar Delta V, die wir noch haben. Weil das nächste Triebwerk hat nicht ganz so viel Bums. Da hilft uns ein bisschen Puffer. Aber dafür ist das nächste dann ein bisschen effizienter. Ich hoffe mal, dass wir treibstofftechnisch noch hinkommen. Für den Flug zum Moon rüber. Sonst wäre das ganz schön ärgerlich. Gut, unter Kontrolle haben wir es auf jeden Fall. Das heißt, wir kommen in den Orbit hoch. Das ist schon mal kein Problem. Wir haben jetzt noch 2400 Delta V. Wir werden ungefähr ein Tausi verbrauchen, um rüber zum Mond zu fliegen. Ja, das reicht noch. Also, ich denke mal, das passt alles. Also, eine Mondlandung sollte drin sein. Ohne Absturz, hoffentlich. So. Die letzten paar Meter hier in den Orbit hochschleichen. Und wir sind im Orbit. Und das gab erstmal 40.000. Schade, nur 40.000 zurück. Keine 100.000. Dafür war es dann doch nicht schwer genug. So, und dann planen wir mal unseren Transfer rüber. Huch.